Und so reichten sie einander die Hände und verloren sich zwischen Anfang und Ende in einem stählernen Ring. Brustfrei, da steht sie. Von einer automatischen Mehrheitsentwicklungsstaaten können keine Rede sein. In einer Pressekonferenz sagte Wahlkreis. So, das war Training für mich, weil. Ich spiele den Lieder ein, obwohl ich noch nicht, war das 1806? Stimmt das? Was? Obwohl er den dritten Lieder spielt. Nein, weiß ich nicht, wann das war. Einheiten des Wirtschafts haben heute die Distrikt nach B. So, legen wir das dort auf und das da auf und da vorne oben kommt dann die große Lampe hinauf, für die 100er Birnen, damit wir auch genug Licht haben. Dann. Dort kommt die Platte Nummer 25, die wir eh nicht spielen, weil wir bei der Platte Nummer 14 sind, der Junge. Das ist ja schwierig, bis zu kontrollieren. Der österreichische Rundfunk brachte Nachrichten. Der Name des verantwortlichen Redakteurs ist mir leider nicht bekannt. Sprecher war Peter Fischer. Abschließend die Zeit. Es ist in 15 Sekunden 22.10 Uhr. Pass auf jetzt. Einen recht schönen guten Abend dürfen wir Ihnen wünschen. Wir, das ist der verantwortliche Redakteur, dessen Name sehr wohl bekannt ist, Helmut Getzander. Außerdem noch Guntram Draxler von der Technik macht noch mit und Meinrad Nell. Es gibt nicht nur Schalk Hautgel heute Abend, es gibt auch ein Schalk Telefonspiel. Stellen Sie sich darauf ein. 65 67 39 ist unsere Rufnummer. Die Frage bzw. die Lösung, die erfahren wir viel, viel später. Zunächst einmal die Frage und kurz vor 11, also so um 50 herum, gibt es dann die Auflösung. Zunächst einmal Musik, wieder mal mit den Rubets, die neue Single der Rubets, I Can Do It. Die Nachrichten waren so geschrieben, dass sie nicht zu lesen waren. Das geht ja nicht. Aber... Das geht nämlich dazu, es geht so weiter. Einfach unmöglich. Na, um die Blätter vielleicht ein Lesekopf geben. Schöne Platte, Nigel Olsen war das. Einen sehr netten Brief hat uns Eva Moser aus Ottenschlag 175 geschrieben. Ihrer Meinung nach werden in allen unseren Sendungen die alten Soul-Stars sehr stark vernachlässigt. Werden wir natürlich sofort ändern. Jetzt gleich, wenn wir nämlich Percy Sledge spielen. Vielleicht könnt ihr wenigstens eine für mich spielen. Eine solche Soul-Platte hat sie uns geschrieben. Mein Sohn, 2 Monate alt und ich, 20 Jahre, werden uns sicher sehr freuen. Hoffentlich freut sich der Sohn ganz besonders. Falls er es hört, vielleicht trägt sie ihn etwas näher hin, falls er gerade beim Füttern ist, zwischen 10 und 11 wäre eigentlich die richtige Zeit für ihn. Percy Sledge also für unsere Eva Moser aus Ottenschlag 175. Percy Sledge, Let It Be Me, einer der alten Soul Stars. Was?
man es dort gehört? Naja, ich... Kannst du das nächste Mal sagen, das war ein Filmkind da. Ah ja, ja. Schaut das sehr, sehr stark gehört? Naja, es war sehr hell. Also ein normaler Radiohörer hat es nicht gehört, aber der Anlage sicher. Naja, lass ihn. Das war's, gell. Okay. War halt irgendwas, ne? Ja, eben, ja. Die Mäuse. Aber ja, eben. Du, die Mäuse. Na was, ich bin auch schon urlaubsreif, aber wie? Aber ich möchte am liebsten gleich ein halbes Monat Urlaub machen, wenn es geht. Ah, ein halbes Jahr Urlaub machen, wenn es geht. Das wäre das Schönste. Ja, das ist der Wunschtraum, na was. Bummelreise quer über die Welt. Ja, na, herrlich. Wäre sehr schön, mit dir. Von dem träume ich schon, seitdem ich denken kann, glaube ich. Ich werde es von dir erreichen. Für den Wunschtraum. Aber man muss ja Träume haben, ne? Ich glaube schon, irgendwas braucht man, woran man sich halten kann. Wenigstens. Falsche Programm wird. Morgen wird es an und für sich für ihn geplant gewesen. Gewesen morgen gibt es für ihn Dr. Hook an der Medicine Show mit dem Cover auf der Rolling Stone. So hat er wenigstens ein Aviso bekommen, ein akustisches. Die letzte Platte stammt von Lena Zavaroni und wird von ihr gesungen für Christoph Reseli aus der Nussdorfer Straße Nummer 82 in Wien. Ganz speziell, Ma is making arts at me.
war es wieder mal unser Treffpunkt Studio 4. Wir möchten uns von Ihnen verabschieden. Und Randy Zander von der Technik und Helmut Braxel von der Redaktion. Meinert Lenn möchte sich ebenfalls verabschieden. Gute Nacht, wünschen Ihnen noch gute Unterhaltung oder gutes Gelingen, je nachdem, was Sie für heute noch vorhaben sollten. Und morgen gibt es dann wieder hören um 22:10 Uhr, pünktlich wie immer, bei unserem Treffpunkt Studio 4.